Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Und wir sind gerade damit beschäftigt, unsere Base wieder aufzubauen. Yay! Das wird ein Spaß! Ein Fest quasi! Bestätige optischen Empfang. Der kann die nicht reparieren? Hä? Ja. Wieso nicht? Komisch eigentlich, oder? Aber die können die reparieren. Das machen sie auch sofort. Ihr helft mal, den zu bauen. Dann baut ihr hier gleich noch eins. Und ihr helft ihm auch mal gleich zu bauen. Damit wir halt gleich alles haben. Die gefangenen Protoss retten wir natürlich auch. Und dann baut mal ab. Genau, die bauen wir hier nochmal hin. Genau. Ach, da haben wir noch mehr WBFs. Da waren irgendwie ja Tausende. Ich kann mich aber auch noch an eine Mission erinnern, wo wir mit richtigen Raumschiffen rumfliegen, gegen irgendwas kämpfen. Ich glaube, die kommt aber auch noch. Oder habe ich mir die eingebildet? Glaube ich aber nicht. Nein, ich kann mir doch keine Sachen einbilden. Wir bauen natürlich ein paar 25.000 von denen. So. Einen schweren Kreuzer bauen wir auf jeden Fall noch. Das bauen wir auf jeden Fall noch. Die Abfangjäger bauen wir auf jeden Fall noch. Wir bauen auf jeden Fall mindestens einen von den Rechern, weil die hier rauf können. Dann bauen wir auf jeden Fall noch ein paar Goliaths. Einfach nur, weil die Lufteinheiten angreifen können. So. David gegen Goliath ist aus dem Märchenbuch voller erlogene Quatsch, bevor der Feuerball der Generation erfasst, war der Hovercraft durch eine Mondlandschaft. Ein Antikriegsklangerzeugnis? Pfff, ganz was Neues. John Lennon hat das schon in den 70ern gemacht. Hätte wirklich was gebraucht. Na toll. Erst haben sie schon zerstört. Da. Nicht genug Vespingas. Wir haben wirklich wenig Vespingas. Ist eigentlich sehr schade. Wir wollen auf jeden Fall noch einen Panzer. Panzer! Und auf jeden Fall noch einen Goliath. Denn David gegen Goliath ist aus dem Märchenbuch voller erlogener Quatsch. Übermittle Befehle. Genau, ihr folgt denen. Genau. Und ihr greift mal das hier an. Ich hoffe, die Reparaturdrohnen sterben dadurch nicht so schnell. Gut. Wir haben hier so eine kleine Barrikade gebaut an Schiffen. Da holen wir lieber noch ein paar von denen hier. Du baust hier mal einen Psi-Interrupter. Am besten hier hin. Dann wieder hier hin. Kannst du eigentlich noch was Verteidigung bauen? Nö, lass mal. Hier, das bauen wir aber auch auf jeden Fall. So, und dann wieder abbauen. Oh, der ist hier noch hinten. Naja, der kann da bleiben. Bestätige optischen Empfang. Also auf jeden Fall hole ich die mal hier rüber. Weil ich die nämlich nicht in der Kuppel bekämpfen möchte. Also auf keinen Fall.
Unter keinsten Umständen möchte ich das. Weil die echt stark sind. Aber das wissen die selbst. Bestätigt, Sir. Standby. Gut. Und zurück hinter die Kuppel. Da reparieren wir uns schnell. Dann lassen wir die beiden hier mal zurück. Die drei. Und greifen das Ding an. Bestätigt, Sir. So. Kann losgehen. Hauptquartier, empfange Befehle. Wunderbar. Sie wünschen Feuer. Sofortiger Beschuss auf dieses Ziel. So, und du holst dir das Vespingas sofort, mein Freundchen. Deswegen habe ich die überhaupt gebaut. Das ist dein Grund der Existenz. Fürchte den Tod. Sicher doch. Sicher doch. Unterwegs. Los geht's. In Ordnung. Einsatzbereit. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Ah, Grüße, Kommandant. Soll ich irgendwas umlegen? Ja. Den Schalter. Ja, serviert man kalt. Oh, das ist alles. Wird gemacht. Warum nicht? Ich höre. Die Tod. Oh! Ey, diese Panzer der Totos sind doch OP, ey. Ich war viel zu, ey. Wenn nicht passt, wird serviert man kalt. So, und ihr baut auf jeden Fall nochmal einen Panzer. Und ihr lässt mal die Dings durch, die BBFs. Du kannst eigentlich weiter abbauen. Weil irgendwie wirkst du nicht, als würdest du kompetent arbeiten können. Nichts gegen dich, was wirkt so. Wunderbar getroffen, ey. Mann. Lauter! Der Tod kommt von oben. Aber ein Glück können wir hier super viel mitnehmen, ne? Warum nicht? Oh, das ist alles. Schon unterwegs. Natürlich. Ja! Mistkerle. So, wir stellen jetzt hier trotzdem nochmal eine Angriffstruppe zusammen. Trotz allem. Oh mein Gott, mein Handy! Ich habe eine Nachricht bekommen. Das habt ihr nie gehört. What the fuck ging gerade mit mir ab? Oh yes. Wir haben schon wieder bald keine Spingas mehr. Und der sollte vielleicht noch mal ein paar Versorgungsdepots bauen. Wusstet ihr eigentlich, dass es in Dortmund, ich komme nicht aus Dortmund, ich weiß es nicht, ob das stimmt, ich hab's nur gehört, UV-Licht gibt auf Bahnhöfen und in genau, in Bahnhöfen und in was wollte ich sagen? Genau. In Bahnhöfen und in Tankstellen, nicht Tankstellen, sondern in Bahnhöfen und in, wie nennt man diese Dinger? Parkhäusern, genau. In Bahnhöfen und in Parkhäusern, weil es nämlich so viele
Junkies dort gibt, beziehungsweise nicht unbedingt dort gibt, sondern es gibt so viele Junkies. Da könnte man nämlich die Wehen unter Blaulicht, kann man da nämlich nicht sehen. Die haben nämlich überall Blaulicht in den Parkhäusern und in U-Bahn-Schächten und so weiter, weil man da nicht seine Wehen nicht sieht. Total krass. Total interessant. Ich liebe ja sowas. Crack und sowas. Nein, aber sowas ist doch super interessant. Aus solchen Konten bin ich Krankenpfleger geworden. Du bist kein Krankenpfleger. Doch nicht. Aber bald. So. Was willst du hier noch bauen? Sniper. Und sonst bauen wir halt noch eine große Flotte von Kreuzern. Das war mir so klar. Der kommt mal wieder nicht durch. Was sollen die Versorgungsdepots eigentlich darstellen? Einfach eine Hütte oder was? Was wird da drin gemacht? Leben die da drin? Was ist das für ein Ding? Ja, toll. Schon wieder dieses Problem. Hier ist der Tor. Oh mein Gott. Das Ding hängt da einfach dran. Das sieht ja cool aus. Nicht genügend Mineralien. Hammerteil. Bestätigt. Ein wirklich Hammerteil. Bewegung, Bewegung! Zeit fischen. Ja? Ich denke immer, dass jemand auf uns schießt, wenn es da unten losgeht. Wie bei Mario. Diese Teile. Hol mich jemand hier raus! Oh oh. Was gibt's denn? Auf dem Weg. Alles bestens. Alle Mann von Bord! Alle Mann von Bord! Hat gerade gesagt, alle Mann von Bord! Meldebereitschaft. Witziger Typ. Bestätige optischen Empfang. Boah. Bestätige. Ja, die schweren Kreuzer sind schon was Feines, ne? Muss man schon sagen. Ja? Roger! Die hier sind viel zu dicht, ey. Das wird schwer. Wir haben viel Kavalt, keine Dings mehr. WWFs. Kreuzer einsatzbereit. Übermittle Befehle. Warte, wir machen das anders. Die hier machen wir auf die Strück 1. Das hier ist Strück 2. Die Kreuzer sind Strück 1. Wir warten aber natürlich noch, bis die Kreuzer fertig sind. Oder wollen wir noch warten? Komm, greifen an. Keine Pussys hier. Die holen wir später ab. Erstmal ballern wir. Auf alles, was lebt. Wie immer. Ey, diese Schiffe der Protoss sind wirklich hart. An sich Flugeinheiten sind ja immer hart bei in solchen Spielen. Gut, wir haben das Schild abgeschaltet. Jetzt befreien wir die Gefangenen. Holen uns das zweite. Lassen unsere Bodentruppen los. Wir werden die Teildarim mit euch jagen. Und was jetzt? Lassen hier den Tor raus. Dunkelheit bricht. Jetzt macht er mal nicht ins Hemd. Unsere beiden Dings gehen weg. Wer hat die Flotte gerufen? Strock 3. Bin unterwegs.
Und Schritt 3 greift an. Drück 1, unterstützt. Und tötet auf jeden Fall die Eulen hier. Boah, ey, die sind wirklich die Teldarim-Schiffe, beziehungsweise halt die Protoss-Schiffe, Flugzeuge sind wirklich OP. Ich glaube, die haben wirklich die stärkste Lufteinheit einfach. Warum schreit ihr schon wie alle Mann von Bord? Aber es ist schön, dass man immer diese Knotenpunkte angreifen kann, dass alles vernichtet wird von den Protoss. Wenn ihr fragt, was ich gerade trinke, grüner Tee. Purer grüner Tee. Sehr gesund. Die holen sich hier natürlich wieder alles. Die greifen natürlich wieder nur die Knotenpunkte an. Passt man später unter Beschuss? Oh, ey, dieses Luftschiff wird hart. Dieser Weg. Einzig. Grüße, Kommandant. Wir warten nur auf Sie. So, wir bauen jetzt mal eine richtige Luft ein. Armee. Noch ein paar Banshees, hier ein paar Vikings, hier zwei von denen. Und dann sollte es auch mal losgehen. Dann versuchen wir die Gefangenen. Befreien wir die Gefangenen jetzt schon mal. Ach, wirklich? Können wir trotzdem versuchen, irgendwie zu retten? Können wir auch vielleicht. Ja, versuchen wir gleich mal das erste zu zerstören davon. Übermittle Befehle. Die schaffen das. Generalienfeld erschöpft. Kriegen die Protoss eigentlich auch davon Damage? Dürsten nach Rache. Kriegen nur Flugzeuge davon Damage? Hauptquartier, empfangen. Shagul Inak. Ah. Ja, Commander. Ich steck ganz schön. Ui. Bestätige optischen Empfang. Gut, das haben wir geschafft. Was verlangt ihr von uns? Khatun. Hauptquartier, empfange Befehle. Ihr erbittet unsere Dienste. Im Namen der Lehre. Ich finde sie so cool. Ich freue mich schon richtig auf die Protoss-Kampagne. Wir sehr viele von denen haben hier. Wer hat die Flotte gerufen? Oh oh. Das ist Protoss Hauptschiff. Versuchen wir es zu zertöten? Ja, komm. Warum nicht? Weil dass sie innerhalb von so weniger Zeit schon unsere Dings fast auseinandergenommen haben, ist schon beängstigend, ne? Muss man schon sagen. Übermittle Befehle. Melde mich zurück. Das machen wir auch mal auf Strück 1. Da haben wir eine Strück 1 größere Armee. Gut, die Kleinen halten halt null in diesen Dings aus. Einzelkämpfe, klar. Bestätige optischen. Das hätten wir nicht tun sollen. Wir haben die jetzt ziemlich doll vermischt. Das wollte ich nicht. Das machen wir wieder auf Schritt 1. Kann losgehen. Bestätigt, Sir.
Die Banshee kommt nicht mit. Nein. Nur die Banshee kommt nicht mit. Der Rest darf gerne weitermachen. Ach, genau, weil ich den Knotenpunkt da gesetzt habe. Schön doof. Schießt mal eure Y-Kanonen darauf. Wunderbar. Und raus hier. Kreuzer einsatzbereit. Oh oh. Sind Sie sicher? Zieht euch mal zurück. Übermittle Befehle. Und ihr? Greift das mal an. Die sind hier doch eine ganz bestimmte Anlehnung an die X-Wing, oder? Also wenn nicht, finde ich das sehr komisch. Alle Mann von Bord. Warum sagen die das immer? Grüße, Kommandant. Gut. Ich glaube, wir schaffen es jetzt, dieses Schiff zu besiegen. Das große. Deswegen greifen wir es mal. Und nun? Y-Kanon auf das Feuern. Y-Kanon! Y-Kanon! Okay, es ist tot. Das ging schnell! Schneller als gedacht jedenfalls. Sie haben noch... Ah ne, es hat sich zurückgebeamt. Deswegen. Noch mehr Y-Kanonen drauf feuern. Feuert eure Y-Kanonen drauf. Ihre Yamato-Kanonen. Boah, der hat Verstärkung gerufen. Oh, das haben wir alle wieder. Oh. Ey, dieses Dimensionsloch ist krass. Muss man schon sagen, ne? Ja, die feuern auch aus allen Rohren, ey. Genau wie wir. Wunderbar. Jetzt zerstört alles, was ihr in der Gegend findet. Alles! Tötet einfach alles, was lebt, wie immer. Ihr kennt eure Befehle. Wir töten natürlich alles. Ich möchte, dass keiner von den Teilerinnen jemals überlebt. Freund Rainer. Ihr habt meine Freundschaft lange genug. Kommst. Nun spielt er meinen Zorn. Hoffe ich. Ne, vielleicht auch nicht. Und schießt auf das kleine Lagergebäude. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, das war's. Schnappt euch das Ding und setzt einen Kurs zurück zu Valerian.
Oh yes. Ich habe die Macht. Schlund der Leere. Erfülle alle Missionsziele von Schlund der Leere. Okay, ich glaube, wir sehen uns dann in deinem nächsten Part. Bis dann.